Bei uns ist die Legende, Quellichtusau Udo Bölz aus Hellersberg. Ja, hier, wie war Pfälzer Waldmarathon? Schön, wie immer. Also ich muss sagen, super Publikum, super Unterstützung auch auf der Strecke. Und ich bin immer wieder erstaunt, was sich die Leute alles so einfallen lassen. Jetzt hier oben am Tierheim, am Sommerwald. Dieses Trommler-Konzert. War Stimmung. Also, war Stimmung, hat Spaß gemacht. Wie war deine Zeit? Meine Zeit, die war ganz okay. Bist halt ein besserer Radfahrer, muss ja, man schon sagen. Ich weiß gar nicht mit meiner Zeit, aber ich war durchaus zufrieden. Ja. Und deine Jungs von der Staffel, die haben ja gewonnen. Die Staffel hat gewonnen, also bin total stolz auf meine Staffel, ja. Oh ja, hier beim TuS Hellersberg, die Laufabteilung. Ich glaube, seit 4 Jahren gibt es die schon. Ich glaube, seit 5 Jahren über 200 Läufer, ist ja sensationell. Ja, nee, also das hat in Hellersberg eigentlich. Das ist eine super Sache. Da kommen, es sind nicht nur Hellersberger, es sind auch viele Auswärtige. Ja. Und kommen alle gern. Nee, das ist eine super Truppe. Ihr macht ja auch viel hier und dein Name sieht natürlich auch. Man sieht, innerhalb von 5 Jahren kann man eine riesen Laufabteilung machen mit dem Herrn Kriegshäuser, der ist auch dabei. Der ist auch dabei, aber heute ist er nicht dabei. Nee, der hilft auch viel, Organisation und so weiter. Der Abteilungsleiter, der hat das auch gut im Griff und so, der macht das auch super, ja. Und wie ist als der Udo Bölz? Du hast sogar einen Udo Bölz Lauf. Bist du in dem Kostüm gelaufen? Ja, aber nur eine Promi-Staffel, so 5 Kilometer. Es war heiß. Respekt, ja. Wir haben extra heute Frühshoppen gemacht, dass das auch klappt. Ja, natürlich, gerade Flüssigkeit bei der Hitze, man schwitzt ja alles wieder raus. Auf jeden Fall. Ja, was hast du in nächster Zeit noch vor? Deine Ziele? Also nichts Großartiges. Waskau Bike Marathon. Ja, genau. Jo, ja gut, in Deutschland ist ja die Nummer 1 der Mountainbike Park im Johanneskreuz oder allgemein Trippstadt überall, Hellersberg, Waldfischbach, eine super Sache, oder? Ja, auf jeden Fall, hat sich etabliert. Ich hoffe natürlich, dass auch die Erweiterung, die geplante kommt, ja. Das stockt im Moment noch ein bisschen. Der Naturschutz, dem gefällt es nicht so, aber gut, ich sag, was macht ein Radfahrer schon kaputt? Also es ist ja nur ein Radfahrer im Wald und ich hoffe halt, dass das kommt, dann wird auch die Stadt Pirmasens und das Land Pirmasens, also der Landkreis davon profitieren und vielleicht kommt es ja. Er ist ja ausgezeichnet, glaube ich, mit 4 oder 5 Sterne. Ja, genau, von der deutschen Initiative Mountainbike, also als einer der besten Mountainbike-Parks europaweit, kann man so sagen. Und nee, das ist natürlich ein super Lob für uns und ich hoffe, dass es den ein oder andere Tourist auch noch hierher lockt. Also ich glaube, die Homepage ist, wie ist die? Mountainbikeparkpfälzerwald.de. Geht mal drauf und gibt es gute Single Trails, alles Mögliche. Alles, was das Herz des Mountainbikers begehrt. Oder noch deine Grüße in P6 TV. Ja, ich grüße alle Zuschauer von P6 TV und wünsche euch noch gute Zeit und vielleicht kann der ein oder andere sich ja auch motivieren, nächstes Jahr hier mal mitzumachen. Genau, ich mache wieder mit, eine Promi-Staffel, so 2 Kilometer, das packe ich gerade noch so. Ja, nicht nur mit ein bisschen Kostüm, da sind ein paar Kilometer mehr drin, ne? Okay, dann machst du aber auch mit Kostüm, ne? Ja, natürlich, gut. Udo, viel Spaß, ciao.